Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein sehr spannendes und vor allem herausforderndes 2021 neigt sich dem Ende zu. Wer hätte heute vor einem Jahr mit Begrifflichkeiten wie Boosterimpfung, Delta-Variante oder Omikron-Variante etwas anzufangen gewusst? Auf die Gemeindebediensteten war Verlass. Sie haben die Daseinsvorsorge aufrechterhalten und das Land am Laufen gehalten. Ob in der Wasserversorgung, Verkehrsunternehmungen, Müllentsorgung, ob in den Verwaltungseinheiten oder auch in den technischen Bereichen, es hat alles großartig funktioniert. Besonders belastet waren die Beschäftigten in der Elementarpädagogik, in den Kindergärten, in den Horten, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsberufen. Viele Kulturschaffende sind durch die Lockdowns arbeitslos geworden und kämpfen um ihre Existenz. Andere wiederum mussten in Kurzarbeit. Wenn wir den Expertinnen und Experten Glauben schenken, dann werden die nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Monate weiter herausfordernd bleiben. Aber ich bin überzeugt, dass wir es gemeinsam und solidarisch aus dieser Krise herausschaffen. Ein besonderer Dank gilt auch jenen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in den nächsten Tagen und auch während der Feiertage ihren Dienst verrichten und damit das Land am Laufen halten. Ich wünsche Ihnen zu den kommenden Feiertagen ein paar ruhige Stunden im Kreise Ihrer Liebsten. Sammeln Sie Kraft und Energie, wir brauchen das für die kommenden Herausforderungen. Frohe Weihnachten und ein hoffnungsvolles 2022.